sind die Black Blue Schengel Army. Und die Kuss ist unser Verein. Wir sind die Black Blue Schengel Army aus Koblenz am Rhein. Nebelautern oder Trier gibt's die Besten.
Elvis bekannt doch über alles, weiß doch jedes Kind, dat mehr jetzt in der ganzen Welt die Schengelschirmer findet. Als hey bei uns am deutschen Eck, wo seit uralter Zeit, dort Koblenzer Schengelsche am allerbest gedeiht. Er ist für keinen Bang und singt sein Leben lang. Lustig, Koblenzer Schengelsche, ich sehn, gedarft mit Rhein und Mussel, Wasser und mit Wein, gesund am Herz, an Leber und der Luft. Und sehen auf meiner Mutter ihre allerbeste Jung. Lustig, Koblenzer Schengelsche, ich sehn, gedarft mit Rhein und Mussel, Wasser und mit Wein, gesund am Herz, an Leber und der Luft. Und sehen auf meiner Mutter ihre allerbeste Jung. Und wenn ihm auch der kalte Wind als durch das Pixie bläst, hat niemals der Humor verliert, der Kopf nie hängen lässt. Er singt und pfeift, es kreiz für den und hebt grad wie ein Spatz. Und wer mit ihm keinen Spaß versteht, das ist ein Bullewatz. Wo sitzt und so ist, hey, da ist es stets dabei. Lustig, Koblenzer Schengelsche, ich sehn, gedarft mit Rhein und Mussel, Wasser und mit Wein, gesund am Herz, an Leber und der Luft. Und sehen auf meiner Mutter ihre allerbeste Jung. Lustig, Koblenzer Schengelsche, ich sehn, gedarft mit Rhein und Mussel, Wasser und mit Wein, gesund am Herz, an Leber und der Luft. Und sehen auf meiner Mutter ihre allerbeste Jung. Dat Koblenzer Schengelsche lässt nie im Leben nur. Und wenn das mal ein Schengel ist, ein anderer wieder da. Zu lang uns welcher Engelsche, das ist die Quintessenz. Da geht es auch noch Schengelsche in unserer Residenz. Drum holt sich jeder schnell an uns, hey, das Modell. Lustig, Koblenzer Schengelsche, ich sehn, gedarft mit Rhein und Mussel, Wasser und mit Wein, gesund am Herz, an Leber und der Luft. Und sehn auf meiner Mutter ihre allerbeste Jung. Lustig, Koblenzer Schengelsche, ich sehn, gedarft mit Rhein und Mussel, Wasser und mit Wein, gesund am Herz, an Leber und der Luft. Und sehn auf meiner Mutter ihre allerbeste Jung. Gesund am Herz, an Leber und der Luft. Und sehn auf meiner Mutter ihre allerbeste Jung. Weißt du, wie Liebe ist? Wie echte Liebe ist? Blauschwarz ist sie, blauschwarz auch mein Herz. Blau-schwarz ist sie, blau-schwarz.
Und wenn du weißt, wie Siegel sind, und wenn du weißt, wie Schmerzen sind, und wenn du weißt, wie Heimat ist, blau-schwarz bist du, blau-schwarz, dein Herz ist singen. La 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 la. Schwarz bin ich, blau, schwarz auch mein Herz. La 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 la. La 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 la. Blau, schwarz bin ich, blau, schwarz auch mein Herz. So, blau, schwarz ist auch unser Herz und dementsprechend ist es höchste Zeit, jetzt mal on air zu gehen. Hier zur Fanradio-Übertragung aus dem Stadion Oberwerth. 21. Spieltag, 14 Uhr. Es ist angerichtet, Heimspiel auf dem Oberwerth. Unsere TuS Koblenz empfängt heute den FV 07 Dieflen. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Joel Maurice Jung. Seine Assistenten heißen Nico Dönges und Yannick Ziemer. Kommen wir also nun zu den Aufstellungen. Der FV Dieflen, geleitet von Trainer Thomas Hofer, schickt folgende Elf ins Rennen. Mit der Nummer 30 im Tor Enver Marina. Die 3 trägt Raheem Small. Die 6 Kevin Volz. Mit der 7 Fabian Poos. Vielen lieben Dank. Danke sehr. Mit der 8 Thomas Hofer. Die 9 trägt Chris-Peter Hase. Die 11 Meroane Taksute. Die 14 Kapitän Arthur Milcharek. Die 16 Maximilian Kolodicai. Die 17 trägt Michael Fritsch. Und die 24 Fatih Hasim Güneş. Ersatzspieler mit der 33, Ersatztorwart Francesco Valentino Migliara. Die 13 trägt Richard Pfeiffer, mit der 19 Fernando da Silva Kahl, die 20 Shuntaro Kawabe und die 23 Ali Hussein. TuS-Trainer Arnel Chaka setzt in einem 3-5-2-System auf folgende Elf. Im Tor mit der Nummer 1 Dieter the Power Pauken. Die 3 trägt Winterneuzugang Ugo Dünder, heute beim ersten Heimspiel der TuS direkt in der Startelf. Herzlich willkommen. Die 4 trägt Daniel von der Bracke, mit der 6 Eldin Hatzic. Die 8 Kapitän Michael Stali Stahl. Die 11 unser Topscorer, unser Amadou Abdoulaye. Die 13 Justin Klein. Mit der 14 Felix Könighaus. Die 19 trägt Admir Softic. Die 20 Alen Muharemi. Und die 23 Youngster Leon Waldminghaus. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Es gibt eine Schweigeminute um Peter Schilling, den Leiter der Seniorenabteilung unserer TuS Koblenz. Deswegen schweige ich mal kurz. Und ich bin mir ganz sicher, dass Peter an einem besseren Ort ist und von oben gerade unserer TuS die Daumen drückt. Und liebe Zuschauer, ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben und Peter Schilling zu gedenken. Vielen Dank. So, das war die harte und umso traurigere Schweigeminute um Peter Schilling. Weil wir leider keine Zeit haben, um weiter zu trauern, vervollständige ich hiermit jetzt auch noch die Aufstellung, und zwar die Reservebank unserer TuS Koblenz mit der 22 Ersatztorwart Safet Husic. Die 2 trägt Leon Gietzen, die 9 von seinem Länderspieleinsatz zurückgekehrte Rudolf Gonzalez, was? Die 10 Neuzugang Hakim Araba, die 12 Leutrim Kabashi, die 15 Marc Richter und die 18 Giovanni Lubaki. Es ist angerichtet hier im Stadion Oberwerth. Die TuS spielt von links nach rechts in himmelblauen Trikots. Wir warten auf den Anstoß des Schiedsrichters, auf die Freigabe des Balles, der jetzt erfolgen wird. Dieflen übrigens in weiß-rot. Und der Ball ist jetzt freigegeben. Anstoß im Stadion Oberwerth. Und der Schiedsrichter sagt, nee, das Prozedere wiederholen wir nochmal. Also alles auf Anfang. Warten wir jetzt noch einmal ab. Und jetzt ist der Ball freigegeben. Anstoß im Stadion Oberwerth. Die TuS Koblenz
stößt an zum ersten Heimspiel 2019 und sie versuchen es direkt mit der Brechstange. Muharemi wurde da gesucht nach einem Langball von Daniel von der Bracke. Torwart Enver Marina, pass auf. Aber die TuS ist am Drücken. Softic direkt über die linke Seite auf Hatzic, der direkt auf Muharemi. Muharemi schickt Leon Waldminghaus. Der Pass ein wenig zu steil gespielt. Die Hintermannschaft des FV Diefling kann aufpassen. Einwurf für unsere Schengel von der linken Seite. Nicht einmal 30 Sekunden gespielt. Die TuS legt los wie die Feuerwehr. Flanke Allen Muharemi, der sucht Abdullahi. Und Abdullahi ein erstes Mal am Tor vorbei, am langen Pfosten. Also die TuS legt los wie die Feuerwehr. Ein allererstes Mal Abstoß für Enver Marina, den Mann mit der Rückennummer 30 im Tor, der Diefler. Bitte alle schriftlich kommentieren, sitze ich auf der Kinderkarnevalssitzung. Also liebe Elke Zamani, noch steht's 0-0 und auch an alle anderen hier am Fanchat und die jetzt schon reingehört haben, ein ganz recht herzliches Willkommen zu der Fanradio-Übertragung. Noch steht es, wie gesagt, 0-0 und jetzt möchte auch einmal Dieflin sich vorantasten, gibt die erste Ecke im Spiel für den FVD, den Nachbarort von Dillingen. Erste Ecke im Spiel und das übernimmt der Mann mit der Rückennummer 7, Fabian Poos. Ecke von rechts, hebt da jetzt die Arme, Ecke kommt rein. Die TuS kann klären, der zweite Ball landet wieder bei Dieflin, das ist Thomas Hofer. Langer Ball direkt in die Arme von Dieter Pauken und der versucht es wieder einmal schnell zu machen. Kontergelegenheit der TuS. Das ist Felix Könighaus. Könighaus mit der flachen Hereingabe und jetzt gibt's die erste Ecke unserer TuS. Die Diefler Hintermannschaft konnte die Situation bereinigen. Allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke, die jetzt von der linken Seite. Ich bin gespannt, wer es machen wird. Könighaus oder Klein? Nick Thelen schreibt, gut Kick an dich, lieber Nick. Ganz, ganz gute Besserung. Hast schwere Tage hinter dir. Kurier dich gut aus. Heute gibt es einen Heimsieg. Ecke kommt rein von Justin Klein. Allerdings zu ungenau am ersten Pfosten hat Thomas Hofer, der Mann mit der Rückennummer 8, erneut klären können ins Seitenaus. Einwurf für unsere Schengel. Höhe des 16ers, Muharemi, Doppelpass mit Felix Könighaus, der lässt da seinen Gegenspieler aussteigen und ja, da provoziert er den Freistoß gegen, ich meine, das war Meruane Taksute, der sich da an Felix Könighaus geklammert hat. Folgerichtig gibt es den Freistoß von links, aussichtsreiche Position, Torentfernung 24, 25 Meter, Klein oder Könighaus, einer von beiden wird den Ball vermutlich jetzt gleich reinflanken dürfen. Es wird Justin Klein sein. Könighaus distanziert sich da zunehmend von der Kugel. Flanke kommt rein. Justin Klein macht das gut. Zweiter Ball landet bei Daniel von der Bracke. Der Ball noch in der Gefahrenzone. Rausgelegt. Distanzschuss aus der zweiten Reihe. Allerdings trifft Leon Waldminghaus den Ball nicht vollends. Und Dieflin kann Konter. Und wie? Der Konter läuft. Hatzic passt auf. Schlägt den Ball ins Seiten aus. Es gibt Einwurf für die Diefler im Koblenzer Halbfeld. Die Stimmung ist auch da. Stadionatmosphäre kann ich nicht optimal einfangen, weil der Akku unserer Capture Card, das ist das Teil, damit die Kamera mit dem Laptop verbunden werden kann, den Geist aufgegeben hat. Wir müssen ihn laden, vielleicht in der zweiten Halbzeit dann mit besserer Stadionatmosphäre. Soll ja bekanntlich dafür sorgen, dass es sich noch echter, noch besser anfühlt als ohnehin schon. Dieflin jetzt. Spielt erstmal hinten rum. Enver Marina wieder auf Thomas Hofer, den Defensivexperten. Zurückgespielt wieder zu Marina und der jetzt mit einem Befreiungsschlag. Die TuS muss gegen die Sonne gucken. Hoffen wir, dass das die Jungs, unsere Schengel, nicht weiter behindern wird. Pauken heute in gelb-schwarz gekleidet. Jetzt am Ball. Guter, langer Abschlag. Ach, was sage ich, gar nicht mal so gut. Dieflin wieder im Ballbesitz, aber die TuS geht gut nach. Presta früh auf Höhe der Mittellinie und erobert sich wieder den Ball. Das ist Justin Klein.
Bei ihm standen viele Fragezeichen zuletzt aus. Lag seit Montag, meine ich, mit einer Grippe flach. Klein jetzt mit der Flanke. Der Ball kommt zu Könighaus. Könighaus zögert da zu lange. Hatte allerbeste Möglichkeiten hier aus einer optimalen Schussbahn aus vielleicht 7 oder 8 Metern abzuziehen. Allerdings hat er, wie gesagt, zu lange gebraucht, sodass sich ein Defler in die Schussbahn werfen konnte. Abgeblockt. Erste richtig gute Gelegenheit unserer TuS. Und wieder war es Justin Klein mit einer recht ordentlichen Flanke. Und jetzt wurde da Michael Stahl gelegt. Kaum hinter der Mittellinie. Allerdings hat er natürlich beim Fallen den Ball mit der Hand berührt. Und das ahndet jetzt der Schiedsrichter. Also Handspiel Michael Stahl. Freistoß im Koblenzer Halbfeld für Dieflin. Und da orientieren sich direkt 7, 8, 9 Rot-Weiße. Ja, nicht die rot-weißen Koblenzer, sondern die Saarländer, die Diefler, orientieren sich da direkt in Richtung 16er der TuS. Der Freistoß allerdings misslungen. Koblenz kann zunächst mal klären. Fabian Puss ist wieder im Ballbesitz. Der nächste Flankenball kommt deutlich besser. Jetzt Dieflin über rechts. Flanke kommt rein. Stahl kann klären. Und von der Bracke, nee, es ist Justin Klein. Kann er die Ecke abwehren? Nein, er kann nicht. Es gibt die zweite Ecke im Spiel für Dieflin. Das haben sie jetzt mal nicht schlecht gemacht. Ecke von links und wir sehen sofort, Dieflin steht zu Unrecht auf dem 12. Tabellenplatz. Dazu nach diesem Eckball mehr. Ecke jetzt erstmal von rechts. Wieder ist es, ich meine, Fabian Poos. Hab da nicht ganz aufgepasst. Ecke kommt rein an den kurzen Pfosten. Justin Klein mit dem Befreiungsschlag. Dieflin bleibt allerdings im Ballbesitz. Und wieder ist es Justin Klein, der da gut aufpasst. Allerdings sein Pass wieder misslungen. Dann spielt es Dieflin allerdings zu überhastet. Und die TuS darf am eigenen 16er einwerfen. Wir werfen mal einen Blick auf die Tabelle. Die TuS aktuell auf dem 6. Tabellenplatz. Nach 20 gespielten Spieltagen Mechtersheim und Feddersheim haben sich gestern schon duelliert. Zum Ergebnis sage ich gleich noch was. Die Diefler aktuell auf dem 12. Tabellenplatz. Haben letzte Woche gegen Trier im Heimspiel mit 1:0 gewonnen, gegen erschreckend schwache Trierer. Dementsprechend, auch wenn Dieflin im Abstiegskampf ist, müssen wir sie definitiv, oder vielleicht weil Dieflin im Abstiegskampf ist, müssen wir sie definitiv auf dem Schirm haben. Die Spieler in Rot-Weiß weisen auch einige spielstarke Stürmer, ja, gerade in der Offensivabteilung aus. Langer Ball auf Abdullahi. Marina kann da klären. Befindet sich jetzt im Mittelfeld. Und ja, dann war es ein Ball in die Spitze von Könighaus auf Abdullahi. Der geht allerdings gar nicht weiter auf den Ball drauf. Denn er stand mindestens 6-7 Meter im Abseits. So Dieflin wieder im Ballbesitz. Hereingabe von der rechten Seite. Der Ball kommt gar nicht so ungefährlich rein. Softic muss da ein allererstes Mal unter Gefahr klären. Also Dieflin schnürt sich da so ein bisschen in der Hälfte der Schengel ein. Und behaupten nach wie vor den Ball. Das wird Arnold Schacker vermutlich nicht schmecken. Die TuS steht noch defensiv geordnet. Jetzt zeigt es Schacker auch nochmal an. Ja. Ein bisschen weiter nach vorne sollen wir rausrücken, aber die TuS lässt auch Dieflin den Ball in der Defensive führen. Läuft erst ab Höhe der Mittellinie an. Marvin Kraus schreibt Grüße an Pascal BA, ebenso wie Destiny Hope. Grüße an Pascal B. Vielen lieben Dank. Oder nee, viele liebe Grüße. So ist es vielleicht richtig. An Pascal. Langer Ball in die Spitze. Abdullahi, wie schon im Chat richtig geschrieben, der mit dem Doppelzopf, kann den Ball allerdings nicht erlaufen. Einwurf Dieflin. Höhe Mittellinie. Könighaus ist zur Stelle, klärt erneut ins Tor aus. Die heutigen Begegnungen sind vielleicht auch nicht ganz irrelevant. Schauen wir mal uns die Spiele des heutigen Tages an. Viel ist heute auf den anderen Plätzen los. Gestern, wie gesagt, schon Mechtersheim gegen Feddersheim überraschend hoch ausgefallen. 4:0 für den TuS aus Mechtersheim.
Doppeltorschütze unter anderem der Topscorer Erik Feeth. Und heute dann auf den anderen Plätzen Eintracht Trier gegen Schott Mainz, die TuS eben gegen Dieflin, Ida Oberstein, Ludwigshafen ab 14:30, Röchling-Völklingen gegen Kaiserslautern. Um 15 Uhr dann der VfB Dillingen gegen Rot-Weiß Koblenz, Wiesbach gegen Engers, Karbach Jägersburg und Bingen gegen Emmelshausen. Hatzic hat da jetzt Platz auf der rechten Seite, kann den Flankenball reinbringen, bringt den Flankenball auch rein. Dieflin klärt und der Torwart kann letzten Endes aufnehmen. Versucht wieder den nächsten Konter einzuleiten. Immer wieder auf die Spieler mit der Rückennummer 11, auf Takzute, auf Hase, auf Poos. Die ganze Offensivabteilung des FVDs ist brandgefährlich. Das zeigen auch hier die Statistiken. Chris Hase, 17 Spiele, 11 Tore, 4 Vorlagen. Ein ähnlicher Wert wie Amodou Abdoulaye. Dann Fabian Poos, 19 Spiele, 6 Tore. Sturmspitzen, Kollege, Standardschütze. Taksute, ebenfalls ein Stürmer da in vorderster Front, mit 4 Treffern mittlerweile. Also Dieflin weiß, wie man Tore schießt, wir allerdings auch. Bereits mit 6 Treffern aus 2 Spielen. Und jetzt hat Dieflin ganz viel Platz. Frei vom Tor von Dieter Pauken. Und der Ball ist nicht im Tor. Nachschuss, Dieflin. Und wieder das Pauken zur Stelle. Monstertat hier. Also, da schlug die Abseitsfalle der TuS ein erstes Mal nicht zu. Dieflin mit 3 Mann frei vor dem Tor der TuS. Und dann, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist. Ich glaube, das war Chris Hase, der Mann mit 11 Treffern auf dem Konto. Tänzelt da Dieter Pauken aus. Softic wirft sich da auf der Linie dazwischen. Und der Nachschuss wieder frei aufs Tor von Dieter Pauken vergab dann, ich glaube, Marouane Taksute. Er scheiterte an Dieter Pauken, der glänzend mit einer Glanztat hier zur Ecke klären konnte, die bereits ausgeführt wurde. Flache Hereingabe, kurz gespielt, Dieflin natürlich, bleibt im Ball besitzt. Die TuS kann allerdings jetzt klären. Also erste Monstergelegenheit für den FVD. Das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Mit Abstand die beste Chance im Spiel. Und jetzt schießt da Stahl seinen Gegenspieler an. Taksute wieder. Gibt Einwurf für die Schengel in der eigenen Hälfte. Dieflin versteckt sich nicht. Aber die TuS natürlich auch nicht. Einwurf Könighaus auf Abdoulaye. TuS verliert den Ball. Softic unsicher. Kann den Ball noch zurück auf Pauken bringen. Langer Ball der Diefler von der Bracke mit dem Rebound wieder ins Mittelfeld. Dünder. Guter Kopfball auf Allen Muharemi. Kann er den Turbo mal zünden? Er kann. Setzt sich da gut gegen ein, zwei Gegenspieler durch. Wird dann gelegt. Spiel läuft weiter. Dillingen. Was sage ich denn? Immer wieder Dillingen. Dieflin natürlich. Dieflin heißt es. Dieflin im Ballbesitz. Befreiungsschlag jetzt ins Tor aus. Allerdings auch nur, weil da noch Hatzic im Mittelkreis am Boden liegt, wird gleich mit Fairplay weitergehen, hier nach 13,5 gespielten Minuten. Vielleicht nochmal ein richtiger Zeitpunkt hier auf die allgemeinen Statistiken zu verweisen. Die TuS mittlerweile seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen, einer großen Heimschwäche steht eine brutale Auswärtsstärke entgegen. Die TuS in der Heimtabelle auf Platz 16. Auswärts sind wir das beste Team. Unser Top-Torjäger Amodou Abdoulaye darf oft genug vor der größten Zuschauerkulisse in der Oberliga immer wieder seine Tore bejubeln. Es sind insgesamt im Schnitt über 1000 Zuschauer hier im Stadion Oberwert. Bin mal gespannt, ob wir heute diesen Wert ebenfalls erreichen. Es kann gut sein. Das Stadion hat sich in den letzten Minuten dann doch nochmal ordentlich gefüllt. Und in den letzten 5 Ligaspielen gab es 4 Siege für unsere Schengel und ein Remis. Wohl angemerkt, das Remis gegen Rot-Weiß Koblenz, den Tabellenführer der Oberliga Rheinland-Pfalz sah. Dillingen steht auf Platz 12 der Auswärtstabelle. Dillingen steht auf Platz 12 der Auswärtstabelle, haben 3 Winterneuzugänge, 2 Winterabgänge zu verzeichnen. Ist der Nachbarort von Dillingen, der Top-Torjäger, hört auf den Namen Chris Peter Hase, ebenfalls mit 11 Treffern. Das Hinspiel haben die Diefler mit 0:4 verloren. Mein Kollege Fabian grinst hier schon, weil ich wieder Dillingen, meine ich, gesagt habe. Dieflin heißt es natürlich, ich glaube, ihr wisst Bescheid.
Und die letzten 5 Ligaspiele haben die Diefler auch relativ gut gemeistert. Es gab nur eine Niederlage, allerdings auch nur einen Sieg und 3 Unentschieden. Wie gesagt, letzte Woche im Saisonauftakt, im Rückrundenauftakt gegen Trier ein 1:0. Der glückliche Torschütze hier auch, Topscorer Chris Peter Hase. Und es gibt die nächste Ecke für Dieflen. Die 5. im Spiel, die 4. für die Diefler. Fabian Poos wird den Eckball gleich reintreten. Übrigens ist jeder willkommen im Fanchat fleißig mitzudiskutieren oder auch gerne ein Like dazulassen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ecke kommt rein am langen Pfosten vorbei. Dieflen bleibt im Ballbesitz. Kommt jetzt über die rechte Seite rein. Abdullahi legt da seinen Gegenspieler im Strafraum. Puh. Also ich habe da schon fast den Elfmeterpfiff gehört. Glück für die Schengel, dass es hier weitergeht. Oder vielleicht habe ich mich auch einfach nur von hier aus relativ dumm angestellt, was meine Sichtweise angeht. Einwurf FV Dieflen jetzt in der Hälfte der TuS. Die, muss man sagen, in den Anfangsminuten das aktivere Team sind mit den besseren Tormöglichkeiten. Das machen die Diefler schon ordentlich. Immer wieder kommen sie über die rechte Seite. Langer, weiter Flankenball, allerdings zu ungenau in die Sturmspitze von der Bracke. Macht er jetzt mal keine halben Sachen. Klärt per Befreiungsschlag. Jetzt Abdullahi und Muharemi versuchen da die Defensive in Bedrängnis zu bringen. Misslingt. Gibt sogar noch den Freistoß für Dieflen. Muharemi, der Übeltäter. Der TuS-Fanblock ist gut gefüllt. Stimmung ist auch gut da, ich weiß nicht, wie viel man hier mitbekommt oder eben nicht. Wie gesagt, das Stadionatmosphärenmikrofon versuchen wir in der 2. Halbzeit einzubinden. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Kein Freistoß hier gegen die Diefler. Der nächste Distanzschuss direkt in die Arme von Dieter Pauken. Und jetzt muss auch mal Stali hier ein Machtwort sprechen. Das ist zu wenig in den Anfangsminuten. Zeigt auch Arnel Chaka an. Die TuS, rennt hier meist dem Ball nur hinterher. Dieflen mit deutlich mehr Ballbesitz. Bei der TuS, weiß ich noch nicht. Wirkliche Ballstaffetten gab es hier noch nicht. Fair Play natürlich. Einwurf Dieflen. Die werden mit großer Wahrscheinlichkeit den Ball direkt auf Dieter Pauken werfen. So ist es auch. Fair Play als oberstes Gebot. Pauken auf Daniel von der Bracke. Von der Bracke mit dem langen Ball da auf Amadou Abdullahi. Abdullahi mit dem Offensivfoul. Hat er nicht gesehen. Der Abdullahi war natürlich anderer Meinung. Möchte den Ball auch anders serviert bekommen. Zeigt er jetzt an. Freistoß Dieflen in der eigenen Hälfte. Enver Marina, der Torwart, wird den Ball jetzt treten. Ball kommt hoch, Ball kommt weit. Stahl kann klären, Dieflen bleibt nach wie vor im Ballbesitz. Jetzt vielleicht mal Waldminghaus. Und wieder auf den Kopf eines Diefler-Spielers und auch der Pass hier von Hatzic landet wieder bei einem rot-weißen Bein. Dieflen, langer Ball in die Spitze, da versuchen sie zu verlängern. Von der Bracke ist da, Kopfball auf Klein und der wieder mit dem Befreiungsschlag direkt auf ein rot-weißes Bein, die hier in den Anfangsminuten das Spiel definitiv noch unter Kontrolle haben. Und wieder ist es Dünder, der versucht zu klären. Wieder landet der Ball bei einem Diefler, die sich jetzt dagegen von der Bracke durchsetzen. Flache Hereingabe an den langen Pfosten. Und der Ball ist nicht im Tor. Meine Fresse, der Ball musste eigentlich drin sein da. Frei, 3 Meter vom Tor, schießen sie irgendwie den schon am Boden liegenden Dieter Pauken an. Das geht viel zu leicht. Daniel von der Bracke lässt sich da düpieren von Meruane Taksute, der mit der flachen Hereingabe an den langen Pfosten. Der am langen Pfosten wartet dann nochmal ein anderer Spieler
und in der Mitte dann Chris Peter Hase, der allerdings direkt Dieter Pauken den Ball in die Arme schießt, in die Arme passen kann. Das ist definitiv zu wenig. Und jetzt wird auch nochmal Daniel von der Bracke ermahnt, weil er sich hier zu lauthals beschwert, dass sich Taksute da gegen ihn durchsetzen konnte. Also zweite hundertprozentige Chance für die Diefler hier. Die TuS aktuell tatsächlich ein wenig neben der Spur. Ja, ich sehe hier gerade, dass die Zahlen bei Eckbällen ein wenig unscharf sind. Ja, gut, da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben. Ich glaube, das Fanradio ist und war auch noch nie perfekt. Vielleicht werden wir es auch nie sein, aber wir werden dran arbeiten, auch an schärferen Zahlen nach Eckbällen. Ja, Ultimate Me schreibt, ist ja nicht mal falsch. Als Stadtteil ist Dieflin ja auch eigentlich ein Teil von Dillingen. Ja, das stimmt tatsächlich. Dieflin, Stadtteil Dillingens. Aber um Verwechslungen vorzubeugen, wollen wir dann doch bei Dieflin bleiben, die hier heute wahrscheinlich mit 20, 30 Mann tatsächlich angereist sind. Kann sein, dass hier ein Fanbus im Einsatz war. Gibt den nächsten Freistoß für Dieflin aus dem Halbfeld. Ich denke mal, Arnel Chaka wird äußerst unzufrieden sein. Erklärt hier auch seine ganzen, ja, ich sag mal, Instruktionen. Softage kann klären. Dillingen, ach, Dillingen sage ich schon. Dieflin bleibt im Ballbesitz. Also ich glaube, heute werde ich die Namensvertauscherei auch nicht mehr los. Klein. Wieder der nächste Befreiungsschlag. Jetzt kann die TuS vielleicht mal kontern. Ha, Dünder. Ungenaues Abspiel. Und Hatzic mit dem nächsten Foulspiel. Also Joel Maurice Jung, der Schiedsrichter, vielleicht ein wenig zu kleinlich, gibt den nächsten Freistoß für Dieflin aus dem Halbfeld der TuS. Diesmal Torentfernung vielleicht 40, 38, 40 Meter. Dieflin macht das hier bislang recht ordentlich bis stark, haben die Schengel komplett im Griff. Ball kommt rein. Die TuS kann klären. Dreimal dürft ihr raten, wer nach wie vor im Ballbesitz ist. Dieflin. Flanke Thomas Hofer. Softic lässt den Ball da gut ins Auskullern. Stellt seinen Körper zwischen Mann und Spielgerät. Gibt Abstoß jetzt für Dieter Pauken. Und jetzt dirigieren Stahl und Chaka auf und neben den Platz. Die Schengel nochmal neu. Und ich hoffe mal, so langsam fangen sich unsere TuS, unsere Spieler vom Oberwert, Könighaus, will da Abdullahi mitnehmen. Dieflin passt auf. Jetzt wieder mal die TuS. Wieder ist es Könighaus mit einem langen Ball auf Abdullahi. Wieder allerdings zu ungenau. Und Dieflin kann sich da behaupten. Befreiungsschlag Enver Marina. Softic gewinnt da das Kopfballduell. Allerdings ist Dieflin wieder frei vom Tor. 1 gegen 1 Situation. Von der Bracke ist noch zur Stelle und dann fällt der Diefler zu leicht, um einen Elfmeter zu provozieren. Und jetzt allerdings mal die Chance für die TuS. Allen Muharemi wurde da brutal will ich nicht sagen, allerdings mit dem Körper gelegt und ihr hört es tatsächlich an der Haupttribüne, also da geht Thomas Hofer nach einem Fehler seines Abwehrkollegen wirklich rustikal in Allen Muharemi rein, geht nur mit dem Körper in Allen Muharemi und der ist mit seinen 1,64 nicht der robusteste oder seinen 1,68, ich weiß gar nicht wie groß er ist, wird dann da regelrecht weggetackelt, müsste eigentlich ein Foulspiel und dann dementsprechend die Notbremse mit sich ziehen. Unweit des 16ers, der Schiedsrichter erkennt das allerdings nicht an und wertet dann den Zweikampf von Muharemi an seinen Gegenspieler als Offensivfoul aus. Dementsprechend gab es dann den Freistoß für Dieflin am eigenen 16er. Aber die TuS ist wieder im Ballbesitz. Waldminghaus, da geht da ins Dribbling und verstolpert sich da. Ball gerät ihn da, glaube ich, an Schienbein. Gibt Einwurf für Dieflin.
in der eigenen Hälfte. Und jetzt versucht die TuS nochmal anzurennen. Abdullahi und Waldminghaus erkämpfen sich da auf der rechten Seite den Ball. Gute Hereingabe von Waldminghaus. Dieflen kann da klären. Zwei hohe Beine. Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Der Kopfball von Dündar. Allerdings wieder ja, mit wenig Bedacht, mit wenig Übersicht gespielt. TuS bleibt allerdings im Ballbesitz. Von Dieflen nicht ganz so viel zu sehen. Wenn man denn nicht solche Böcke spielt. Wieder Dieflen frei vor dem Tor. Nach Fehlpass von Justin Klein. Aber dann spielen auch die Diefler es zu ungenau aus. Dieter Pauken am Ende der Mann, der den Ball am Fuß führen darf. Ganz, ganz schwaches Zuspiel hier von Justin Klein. Ohne Bedrängnis, ohne Bedacht. Jetzt vielleicht mal Hatzic. Guter Pass hier auf Alen Muharemi. Der hätte auch gut und gerne mal durchgesteckt werden können. Aber die TuS spielt weiter. Jetzt macht es mal Klein ordentlich. Gewinnt den Ball in der Offensive zurück. Sodass Dieflen gezwungen ist, ins Seiten auszuklären. Einwurf für die TuS. Bei Klein und Waldminghaus stand der Einsatz ja bis zuletzt auf der Kippe. Könnte es vielleicht bei der Rheinzeitung gelesen haben. Ich persönlich hatte mit Justin Kontakt. Justin laborierte nämlich an einer Grippe bis zuletzt noch. Waldminghaus hatte ein dickes Bein, hat einen Schlag abbekommen. Für beide hat es dann anscheinend gerade so noch zum Einsatz gereicht. Und ich glaube, jetzt ist auch die Marschrichtung die richtige. Jetzt rennt man den Gegner früher an, sodass Enver Marina beispielsweise im Tor gezwungen ist, den Ball einfach nach vorne zu schlagen. Und demnach erkämpft sich die TuS jetzt auch in der Defensive wieder die Bälle und kann ihr eigenes Spiel aufziehen. Langer Ball von der Bracker auf Abdullahi. Marina ist zur Stelle. Und das war wirklich ganz, ganz knapp. Also ein Schritt weiter und er wäre außerhalb des 16ers gewesen. Marina jetzt mit dem Abschlag. Stahl und Könighaus behaupten da den Ball für die TuS. Sehr gut gespielt. Waldminghaus jetzt auf Muharemi. Waldminghaus macht's alleine. Marina mit dem nächsten Befreiungsschlag und es gibt den Freistoß für die TuS. Leon Waldminghaus wurde da gelegt und es gibt die erste gelbe Karte im Spiel. Jetzt muss ich nur noch erkennen, für wen es ist. Fabi, du hast die Brille an. Sag's mir, der Mann mit der Rückennummer 14 müsste es sein, also Arthur Milcerek. Gelbe Karte in der 28. Spielminute für Milcerek. Freistoß aus vielleicht 28 Meter, ach Quatsch, 28 Meter, was sage ich da? Das sind 21, 22 Meter. Halb links vom Tor. Gute Gelegenheit jetzt hier für unsere Schengel. Du hast Hofer? Ich glaube, es war der Mann mit der 14 gewesen. Ist auch egal. Fabian sagt zu mir Hofer, unser Social Media Guru. Ich sage Milcerek. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es kann natürlich auch Hofer gewesen sein. Es kann sogar sehr gut Hofer gewesen sein. Vermutlich war es sogar Thomas Hofer, sagen wir mal so. Freistoß wird gleich ausgeführt. Könighaus mit links oder Klein mit rechts. Entweder gibt es einen direkten Schuss aufs Tor oder einen Flankenball. Torentfernung 21, 22 Meter. Klein oder Könighaus. Wer wird den Ball treten? Es ist Justin Klein. Der Ball kommt rein in die Mauer. Ach ja, auch solche Bälle kannst du eigentlich besser treten und das haben die Jungs auch oft gezeigt. Da musst du nicht auf Bauchhöhe in die Mauer schießen. Ja, gut. Passiert. Einwurf jetzt. Könighaus auf Abdullahi. Dieflin klärt wieder. Die TuS ist im Kommen. Hat sich jetzt aus den ersten wirklich schwachen 20, 22 Minuten rehabilitiert und spielt jetzt mindestens auf Augenhöhe mit. Ist vielleicht sogar das aktivere Team. Einwurf auf Abdullahi. Amadou Abdullahi. Und dann ist es Eldin Hatzic, der da gefoult haben soll. Ja, sehr, sehr kleinliche Linie hier vom Schiedsrichter. Freistoß. Dieflin am eigenen 16er. Also habe ich nicht gesehen, dass der Eldin Hatzic irgendwie mit unfairen Mitteln zu Werke gegangen ist. Aber der Schiedsrichter hat natürlich immer das letzte Wort. Und dementsprechend
gab es hier den Freistoß für Dieflin. Und jetzt gibt es das nächste Foulspiel. Michael Stahl soll da unfair zugelangt haben. Und auch da bin ich mir nicht sicher, ob das so seine Richtigkeit hat. Problem an dieser Stelle ist, dass das eine brutal gefährliche Freistoßgelegenheit ist für Dieflin. Zentral vor dem Tor, vielleicht 19, vielleicht 20 Meter Torentfernung. Also aufpassen, Schengel, aufpassen. Freistoß wird gleich ausgeführt werden. Ich kann gerade nicht erkennen, wer es ist. Es könnte sein, dass es Fabian Poos ist. Kann auch jeder andere Spieler sein. Sehe gerade nicht die Rückennummer. Ja, es müsste vermutlich sogar Fabian Poos sein oder Fatih Günes da mit rechts. Einer von beiden wird den Ball jetzt ausführen. Die TuS mit einer 5-6-Mann-Mauer sogar. Ganz, ganz gefährliche Szene. 19 Meter Torentfernung, der Freistoß kommt. Ja, nicht wirklich gut. Direkt in die Arme, zu zentral gespielt auf Dieter Pauken. Und jetzt kann die TuS mal kontern. Über Justin Klein. Langer Ball in die Spitze. Boah. In die Spitze ist dann wirklich sehr, sehr harmonisch ausgedrückt. Direkt in die Arme von Enver Marina. Wahrscheinlich 20 Meter vorbei am Zielspieler. Dieser lange Ball ist allerdings durchaus geglückt. Jetzt müssen wir aufpassen. Dillingen kommt. Dieflin kommt. Und es war die nächste hundertprozentige Chance. Da aus 10 Metern Torentfernung zentral vors Tor. Zentimeter über den Kasten. Das ist aktuell noch zu wenig. Also schon wieder einmal hat sich da Meruane Taksute, der Mann mit 4 Saisontreffern, über links durchtanken können. Bis zur Grundlinie ist er dann gegangen und dann die flache Hereingabe ins Zentrum zurück. Zentimeter über das Tor von Dieter Pauken. Die dritte hundertprozentige Chance für Dieflin. Und ich sage es nur ungern. Ich sage es wirklich nur ungern, aber aktuell müssen wir davon sprechen, dass die TuS hier definitiv einfach nur im Glück ist. Nicht mehr und nicht weniger. Softic, langer Ball in die Spitze, sucht da wieder Alen Muharemi. Der lauert hier auf die Feder seiner Gegenspieler. Das vergönnen sie ihm allerdings noch nicht. Die gute Nachricht ist natürlich, dass die Konkurrenz auch am Patzen ist. Trier führt aktuell mit 2:0 gegen Schott Mainz. Das ist für uns ein absolut geiles Ergebnis. Das heißt in der Theorie, wenn wir jetzt noch, ja, zumindest in Führung gehen würden, dann wären wir auf dem dritten Tabellenplatz punktgleich mit Völklingen, die auch vor ein paar Minuten angefangen haben zu spielen. Wir wären punktgleich mit Völklingen auf Platz 3 mit 39 Punkten. Das allerdings auch nur unter dem Vorwand, dass wir hier gewinnen sollten. Also wie gesagt, Trier führt mit 2:0 gegen Schott Mainz. Schott Mainz ist ein direkter Konkurrent. Ich kann es euch mal kurz zeigen, nochmal in der Tabelle. Aktuelle Ergebnisse also. Trier gegen Schott Mainz 2:0, Koblenz-Dieflin noch 0:0 und Ida Oberstein-Ludwigshafen ebenfalls noch 0:0. Gestern besiegte Mechtersheim die TSG Pfeddersheim mit 4:0 und dementsprechend macht sich hier ein folgendes Bild deutlich in der Blitztabelle. Also die TuS mit einem Punkt mehr gerade als der TSV Schott Mainz. Abdullahi. Verliert er den Ball. Es sind zu viele Rote. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen. Das ist Taksute, der sich da fast wieder gegen Softic hätte durchsetzen können. Jetzt allerdings der lange Ball von Pauken auf Abdullahi, der allerdings vom Linienrichter zurückgepfiffen wird. Ich habe mich erstmal gewundert. Abdullahi hat da erstmal lamentiert. Hat mit dem Zeigefinger in Richtung VIP-Tribüne gezeigt, dass dies keine Abseits war. Sah für mich im ersten Moment so aus, als hätte er den Schiedsrichterassistenten gesucht. Dann allerdings auch gefunden. Amadou Abdullahi, Topscorer bei der TuS mit 11 Saisontreffern. Einer von 2 bulligen Stürmern. Der andere sitzt aktuell auf der Bank. Winterneuzugang Hakim Araba. Aktuell nach wie vor noch mit Trainingsrückstand. Auch er wird mit Sicherheit bald eine absolute Waffe sein. Jetzt mal der lange Ball auf Alen Muharemi und wieder mal ist es der Spieler mit der 14, Kapitän Arthur Milcharek.
der da aufpasst. Jetzt mal vielleicht. Die Toast über links. Felix Könighaus hat da Platz, kann in die Mitte ziehen. Könighaus, dessen Hereingabe allerdings, ja, sagen wir mal, suboptimal gespielt, gibt den nächsten Einwurf für die Schengel, diesmal im Diefler Halbfeld. 35 Minuten gespielt, nach wie vor wartet die Toast auf ihre erste hundertprozentige Möglichkeit. Dieflen hatte schon drei von denen. Aber wie es so oft im Fußball ist, machst du die Dinger vorne nicht, kriegst du sie hinten vielleicht einmal. Die jüngere Generation kennt das vielleicht vom FIFA-Spielen. Du schießt aufs Tor, ein ums andere Mal will der Ball nicht rein und dann kommt der Gegner einmal vors Tor und es steht 1-0. Sowas würde ich mir dann auch gerne für die Toast wünschen. Die hier mittlerweile vielleicht auf Augenhöhe spielt, aber Dieflin kann sich hier deutlich abgezockter immer wieder über Taksute, den Mann mit der Nummer 11, die Bälle gefährlich hin und her spielen, sodass es im Strafraum lichterloh brennt. Oh, jetzt mal Enver Marina. Muss da per Kopf rein und dann ist der Ball im Tor. Allerdings, okay, jetzt lege ich mich fest. Der Schiedsrichter Joel Maurice Jung mit einer absoluten Fehlentscheidung. Abdullahi schießt den Ball ins Tor. Dann war, ja, also nochmal vielleicht zur Entstehung der Situation. Der Schiedsrichter erkennt der Toast hier eben dieses glasklare Tor ab. Nach Rückpass von, ich meine, es war Thomas Hofer auf Enver Marina schießt, der eine absolute Kerze nach oben, muss dann ins Kopfballduell gegen Amadou Abdullahi, fällt in diesem Kopfballduell brutal leicht. Abdullahi schießt den Ball ins Tor, aber Joel Maurice Jung pfeift dann die Situation ab. Dementsprechend, Marina durfte den Ball aufgrund des Rückpasses eben nicht in die Hand nehmen und es dann als normaler, regulärer Feldspieler anzusehen. Und das hat der Schiedsrichter Joel Maurice Jung in dieser Situation nicht gemacht. Es war ein normales Zweikampfduell, normales Kopfballduell, bei dem Marina einfach ganz leicht gefallen ist, wollte unbedingt diesen Freistoß haben. Diesen Wunsch hat ihn der Schiedsrichter dann erfüllt und die TuS wurde hier regelwidrig um ein Tor gebracht. Jetzt mal Hatzic und die TuS ist frei vom Tor. Justin Klein auf Abdullahi. Abdullahi steht im Abseits. Was denn? Die TuS mit drei Mann frei vor dem Tor und Amadou Abdullahi sollte im Abseits gewesen sein. Die TuS vertändelt jetzt im Minutentakt die hundertprozentigen Möglichkeiten oder das Schiedsrichtergespann. Ich bin mir nicht sicher. Es ist das erste Mal, dass dieses Gespann die TuS pfeift. Die nächste hundertprozentige Chance. Justin, dann lauf doch einfach auf das Tor zu. Du bist doch frei. Du kannst ihn doch reinziehen. Du kannst ihn doch draufhämmern. Nein, er spielt den langen Ball auf Abdullahi, der am langen Pfosten den Ball zum einen noch vertändelt hat, dem Enver Marina nicht überwinden konnte. Und dann auch noch wohl im Abseits gewesen sein soll. Also, jetzt möchte ich meine Meinung revidieren. Machst du die Dinger vorne nicht, kriegst du sie hinten. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Aber die gute Nachricht ist, wir sind jetzt auch mal endlich im Spiel. Dieflin macht Fehler im Spielaufbau. Individuelle Fehler. Von der Bracke auf Stahl. Wieder ist es Daniel von der Bracke. Die TuS steht auch deutlich höher. Dieflin umso tiefer. Langer Ball auf Muharemi. Der kann den Ball jetzt mal flanken. Am langen Pfosten steht Abdullahi. Viel hat nicht gefehlt. Marina pflückt den Ball aus der Luft. Ist zur Stelle. Ach ja. Nico Neumann schreibt, moin moin, mal eine Frage. Gibt es einen Live-Ticker für die Oberliga? Benutze normalerweise für alles die App Flash-Score, aber die Oberliga wird da nicht live getickert. Schau mal auf fupa.net. Ich kopiere dir mal was rein. Manche Spieler werden hier live getickert. Oder auf fußball.de. Da gibt es auch den ein oder anderen Oberliga Rheinland-Pfalz Live-Ticker. Auch hier schicke ich dir den Link gerne einmal rein. Und jetzt nochmal die TuS. Und wieder ist es Waldminghaus, der da den nächsten Einwurf provoziert. Einwurf für unsere Schengel in der gegnerischen Hälfte. Auf Muharemi. Muharemi setzt sich da gut durch. Kann jetzt mal den Flankenball reinbringen. Da lauert Abdullahi. Allerdings kann Dieflin erneut
ins Seitenausklären, gibt den nächsten Einwurf für unsere Schengel von der linken Seite. Wieder ist es Alen Muharemi mit dem Flankenball und wieder ist es ein Roter, der da per Kopf klären kann. Die TuS bleibt im Ballbesitz. Klein, fahriger Pass. Die TuS kann da den Einwurf sich erspielen und jetzt entscheidet der Schiedsrichter sowohl nicht auf Freistoß als auch nicht auf Einwurf für die TuS. Und jetzt ist Manuel Moral und Arnel Chaka auf 180, vollkommen zurecht. Ja, ja. Admir Softic wird da jetzt auch nochmal mündlich ermahnt. Das ist Justin Klein, der da aber volle Lotte gerade von einem Diefler, von Thomas Hofer müsste es gewesen sein, einen mitbekommen hat. Der Schiedsrichter entscheidet nicht auf Foulspiel. Es ist auch gar nicht Justin Klein, sehe ich hier gerade, sondern wer ist es denn? Von der Bracke? Ja, es ist Daniel von der Bracke, der da gerade voll einen mitbekommen hat und muss gerade auch vom Ärzteteam, vom Ärztestab behandelt werden. Hoffen wir, dass er weitermachen kann. Sowas kann ganz, ganz schnell ganz schön wehtun. Ganz wichtiger Spieler hier. Humpelt gerade vom Platz unter Schmerzen. Also, dass der Schiedsrichter keine gute Performance abgibt, darüber sind wir uns, glaube ich, langsam alle einig. Das könnt ihr auch euch spätestens am Montag in der Übertragung, in der Zusammenfassung anschauen. Da werden alle Szenen natürlich gezeigt werden. Die TuS im Ballbesitz. Und jetzt gibt es ja den nächsten Freistoß für die Schengel. Anscheinend ein Handspiel auf Höhe der Mittellinie. Der Schiedsrichter beweist definitiv, dass er englischen Fußball noch nie gepfiffen hat. Also das hat hier wenig mit englischer Härte zu tun. Ja, gut. Muss man dann mitleben. 3 Minuten sind noch regulär zu spielen. Jetzt vielleicht mal. Justin Klein mit der Volley-Direktabnahme. Ja, es ist zumindest mal ein Torabschluss, wenn auch 8-9 Meter über das Tor. Definitiv zu wenig in dieser Situation. Aber die Möglichkeiten waren auf beiden Seiten da. Teilweise hat uns der Schiedsrichter hier um einen möglichen Torerfolg gebracht. Ja, damit haben wir jetzt zurechtzukommen. Marina mit dem Abstoß auf Stahl, der jetzt auf dem wiedergenesenen von der Bracke. Guter Ball auf Waldminghaus. Abdullahi. Jetzt kann die TuS vielleicht mal voranschreiten. Flanke Abdullahi. Kommt die auf Muharemi? Sie kommt auf Muharemi. Da ist Waldminghaus. Leon Waldminghaus. Abgeblockt in allerletzter Not hier. Der Schuss von Waldminghaus aus 6-7 Metern. Und jetzt nochmal der Flankenball. Und wieder ist es Amadou Abdullahi, der den Ball da an den Pfosten hämmert. Allerdings dann im Abseits steht zum 4., 5., vielleicht auch 6. Mal. Und es gibt böse, böse Worte hier an das Schiedsrichtergespann um Joël Maurice Jung, Nico Dönges und Yannick Ziemer. Das hat die Bank der TuS anders gesehen. Arne Chaka gibt allerdings den Daumen nach oben und zeigt nochmal an. Ja, ja, das war schon richtig so. Das kann man schon so ansehen. Von der Bracke gewinnt er das Kopfballduell. Und mittlerweile ist die TuS auch das bissigere Team. Wenn gleich auch noch der Torerfolg ausbleibt. In der Heimtabelle ja derzeit noch auf dem 16. Tabellenplatz. In 9 Spielen gelangen nur 2 Heimerfolge. Einmal gegen Emmelshausen, einmal gegen Mechtersheim. Dazu 5 Unentschieden und 2 Niederlagen. Allerdings die letzten Niederlagen auch schon im August gegen Schott-Mainz und den FV Engers. Freistoß jetzt für Dieflin. Schreiben die letzte reguläre Spielminute. Softic kann da klären. Der Ball kommt nochmal auf die Füße eines Dieflers. Und der holt sich da nochmal den letzten Eckball vielleicht in dieser Halbzeit raus. Es ist die 5. Ecke für Dieflin.
und die sechste im Spiel. Ecke von rechts. ...45 Minuten sind gespielt. Ich bin gespannt, wie viele Minuten es noch oben drauf gibt. Ecke kommt rein an den langen Pfosten. Gefährliche Hereingabe, da muss Dünder klären. Und dann bekommt die TuS auch noch einen Freistoß zugesprochen. Mal gucken, ob der Schiedsrichter diesen auch noch ausführen lässt. Oder ob es das jetzt war, weil... wieder, ne, noch nicht freigegeben. Pauken führt den Freistoß jetzt gleich erstmal aus. Ich denke, er wird sich da auch nochmal ordentlich Zeit lassen. Jetzt vielleicht nochmal von der Bracke. Langer Ball in die Spitze auf Muharemi. Der kommt ein erstes Mal auch wirklich gut an. Allen Muharemi, was machst du draus? Muharemi gegen deinen Gegenspieler tankt sich da in den 16er. Hereingabe kommt rein und es gibt... tatsächlich noch einmal den Eckball für unsere Schengel. Klasse Einzelleistung hier von Alen Muharemi auf der rechten Seite. Und das ist dann nochmal eine Sache von Justin Klein und oder Felix Könighaus. Ich bin gespannt, wer den Ball jetzt nochmal reintreten wird. Die TuS versammelt sich da im 5-Meter-Raum. Felix Könighaus wird den Ball reintreten mit seinem linken Fuß. Könighaus kommt an den Ball. Aber Dieflin kann klären. Und jetzt gibt es den Halbzeitpfiff. Nach anderthalb Minuten Nachspielzeit haben wir nach wie vor keine Tore gesehen. Arnel Chaka hat mit Sicherheit einiges an Klärungsbedarf. Das darf es noch nicht gewesen sein. Das war es noch nicht mit Sicherheit. Die TuS spielt hier keinen Glanzfußball. Hatte auch schon mit Sicherheit das ein oder andere Mal Glück in der ersten Halbzeit. Wurde dann allerdings auch noch um einen regulären Treffer gebracht. Dementsprechend hören wir uns in 15 Minuten wieder zum zweiten Durchgang. Ich gebe nochmal gerade die anderen Ergebnisse durch. Trier gegen Schott Mainz 2:0, Ida Oberstein Ludwigshafen nach 18 Minuten noch 0:0. Die ganzen anderen Samstagsspiele laufen noch an und von dem Spiel der Völklinger gegen Kaiserslautern habe ich derzeit noch keine Information. Also TuS Koblenz gegen Dieflin zur Halbzeit 0:0. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Bis gleich, Freunde.
sind die Black Blue Schengel Army und die Truss ist unser Verein. Wir sind die Black Blue Schengel Army aus Koblenz am Rhein. Wir sind die Black Blue Schengel Army und die Truss ist unser Verein. Wir sind die Black Blue Schengel Army aus Koblenz am Rhein. Alle, 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 alle,
So, der zweite Durchgang läuft. Wieder noch nicht. Wieder hat der Schiedsrichter den Ball nicht freigegeben. Ach, hi, grüß dich, hi. Hallo, hi. Der Schiedsrichter hat den Ball erneut nicht freigegeben. Jetzt allerdings. Boah, Leute. Hab mich gerade mit dem Morningshow-Moderator Tim Reimann von Antenne Koblenz ein wenig verquatscht. Bin dann, boah, etwas spät hier reingeplatzt. Ja. Wir sind da, ihr seid da, wir alle sind da. Super. Also, kommen wir wieder zurück zum Geschehen. Jetzt ist auch die Kamerafrau wieder da. Sehr gut. Alle haben so ein bisschen den Anstoß verpennt. Soll vorkommen, außer der Fabi. Unser Lieblingsschwabe des Herzens. Ach ja, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank auch natürlich an die heutigen Spenden. Ihr macht das Fanradio in der jetzigen Form erst möglich, dass wir Potenzial haben, uns weiter zu verbessern. Ist einfach nur der Wahnsinn. Also werfen wir wieder einen Blick aufs Spielgeschehen. Dillingen jetzt von links nach rechts, nach wie vor in den rot-weißen Trikots. Litus in Blau. Über Stahl auf Muharemi. Litus versucht ein erstes Mal zu kontern. Leon Waldminghaus. Ja, optimistisch gespielt, hätte den Ball allerdings tatsächlich fast noch erreichen können. Enver Marina jetzt mit dem Abschlag. Bin mal gespannt, was Anel Çaka den Akteuren so mitgegeben hat. Weiß gerade gar nicht, wieso der Schiedsrichter jetzt auf Freistoß entschieden hat. Aber es ist mir tatsächlich jetzt scheißegal, was hier jemand sagt. Wir haben ja in der ersten Halbzeit schon die Schiedsrichterleistung kritisiert. Dieser Schiedsrichter hier ist exakt der gleiche Schiedsrichter, der in Dillingen das Spiel abgebrochen hat. Also der Schiedsrichter, der damals nicht aus der Kabine gekommen ist. Und das würde ich auch gerne jedem einzelnen Fan hier unter der Nase reiben. Also diese fragliche Schiedsrichterleistung, sie hat oder sie trägt einen Namen. Sie trägt den Namen Joel Maurice Jung. Und es ist genau dieser Schiedsrichter eben, der das Spiel unserer TuS in Dillingen abgebrochen hat. Also bin ich mal gespannt, wie er sich jetzt hier im zweiten Durchgang so schlagen wird. Bei mir steht er definitiv unter keinem guten Stern mehr, alleine weil ich das Spiel mit brutal, brutal, brutal schlechten Erinnerungen verbinde. Und ja, das Spiel, das war tatsächlich schon äußerst fraglich, was da vorgegangen ist. Was dieser Schiedsrichter damals so gepfiffen hat. Wollen wir hoffen, dass er sich heute einigermaßen zumindest im zweiten Durchgang fängt. Vielleicht ja jetzt. Amudu Abdullahi hat Platz und die Hereingabe war dermaßen schlecht. Abdullahi und Muharemi mit zwei Mann gegen einen frei vom Tor könnten da den Ball einfach reinspielen. Jetzt vielleicht nochmal Justin Klein, aber die Hereingabe von Abdullahi einfach fahrig gespielt und Dillingen kann kontern. Über rechts, das ist Pfeiffer, der Mann mit der Rückennummer 13, ist glaube ich eingewechselt worden, für wen sehe ich hier gerade noch nicht. Richard Pfeiffer, der Mann mit der Rückennummer 13, neu im Spiel. Wer raus ist, kann ich aktuell noch nicht erkennen. Wenn Fabi vielleicht mal Lust hat, kann er ein bisschen Recherche betreiben. Aber das ist hier so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Brutal schwer. Dieflin. Erkämpfen sich einen Einwurf auf Höhe der Mittellinie. Ah, Regman, ich weiß, ich muss hier mehr oder weniger parteiisch sein, aber das ist absolut auch mein Gedanke.
Naja, der Schiedsrichter ist. Lassen wir fürs erste Mal wieder unkommentiert, bis er den nächsten Bock schießt. Aber meinen Sündenbock habe ich hier heute gefunden. Dieflin. Über Marina spielt er hinten rum. Dünder setzt sich da jetzt gut ein. Allen Muharemi. Hat er den Ball nicht optimal mitgenommen, sodass Dieflin versuchen kann, schnell zu kontern. Aber Waldminghaus macht das klasse. Und jetzt gibt es den Freistoß für die Schengel. Thomas Hofer, der Übeltäter mit der Rücke Nummer 8. Und Stahl versucht es schnell zu machen. Langer, weiter Ball von Stahl. Allerdings missglückt. Direkt in die Arme gespielt. Vom Keeper in die Arme von Enver Marina. Stahl. Auf Milcharek. Und jetzt wieder die nächste Hereingabe des Torhüters. Die nächste Hereingabe von Enver Marina. Da liegt ein Diefler verletzt am Boden. Das Spiel ist unterbrochen. Das ist der Mann mit der Nummer 3. Der, das müsste wahrscheinlich ein Engländer sein, Raheem Small. Hat auf jeden Fall einen äußerst britischen Namen. Ja. Ein amerikanisch-Jamaikaner. Also jamaikanisch. Nationalität Jamaika, USA. So ist es richtig. Verletzungsunterbrechung nach wie vor. Auf der Bank machen sich nach wie vor auch einige Schengel fertig. Unter anderem Leon Gietzen, Rudolf Gonzalez, unser Nationalspieler, der dominikanisch von der Nationalität ist, der Deutsch-Dominikaner mit seinem allerersten Länderspiel vergangene Woche. Gegen Guadeloupe hat er gespielt für die Dominikanische Republik. Also ein ganz regulärer A-Nationalspieler. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Rudolf Gonzalez was. Jetzt mittlerweile ist er schon wieder in Deutschland. Vor 2 Wochen beim Stream gegen Dillingen war er zu Beginn der zweiten Halbzeit mein Interviewgast. Also wer es noch nicht gehört hat, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Gab einen kleinen Einblick ins Leben von Rudolf Gonzalez. Den ersten TUS-Nationalspieler seit Ewigkeiten. Flanke Muharemi. Dieflin klärt. Befreiungsschlag. Gibt den nächsten Einwurf für unsere Schengel. Jetzt warten beide Teams aktuell noch so ein bisschen nach der großen Möglichkeit. Bin mal eigentlich gespannt, das würde mich echt interessieren, für wen die Rückennummer 13 jetzt neu in die Partie kam. Könnte sein, dass Fabian Poos, nee, der spielt auf jeden Fall noch. Kann dann sein, dass vielleicht Fatih Hasim Günes oder sowas ausgewechselt wurde. Bin mir da nicht ganz so sicher. Hab jetzt allerdings auch andere Aufgaben. Auf jeden Fall ist Richard Pfeiffer mittlerweile im Aufgebot der Diefler. Langer Ball in die Spitze. Stahl klärt per Flugkopfball. Gut gemacht. Muharemi. Auf Justin Klein. Klein zurückgespielt auf Von der Bracke. Von der Bracke. Flache Hereingabe da auf Hatzic. Hatzic mit dem Steilpass auf Muharemi. Ja. Da springt der Ball ein bisschen unglücklich auf. Ein paar Meter zu steil gespielt. Dieflin wieder im Ballbesitz. Schauen wir mal noch mal kurz auf die anderen Plätze. Trier führt nach 59 Minuten mit 2:0 gegen Schott Mainz. Die TuS gegen Dieflin, hier steht es noch 0:0. Ida Oberstein führt mittlerweile mit 1:0 gegen Ludwigshafen. Bei der Partie zwischen Völklingen und Lautern habe ich keine Information. Genauso wenig wie zwischen Dillingen und Rot-Weiß Koblenz. Und zwischen Karbach und Jägersburg. Und bei Wiesbach gegen Enger steht es hier nach 11 gespielten Minuten noch 0:0. Ball kommt rein.
Gelingen kann da, Dieflin kann da sich nicht behaupten. Softic grätscht da in seinen Gegenspieler rein und sieht tatsächlich den gelben Karton. Auch wenn er den Ball trifft, ahndet Schiedsrichter Joël Maurice Jung, der damals das Spiel in Dillingen abgebrochen hat, das Vergehen mit einer gelben Karte. Softic versteht die Welt nicht mehr. Sagt, ich habe den Gegenspieler doch gar nicht getroffen, das war doch nur der Ball. Aber mit diesem Schiedsrichter ist definitiv nicht zu spaßen. Und das wissen wir leider Gottes nicht erst seit heute. ...56 Minuten gespielt, Freistoß Dieflin aus dem Halbfeld. Fabian Poos, der Standardschütze. Völklingen führt 1:0 durch 1000 gegen Lautern 2. Und Pauken schnappt sich hier diesen Distanzschuss ohne Probleme. Also Völklingen gegen Lautern 2, 1:0. Das ist natürlich für uns nicht die optimale Ausgangslage, dass die Völklinger hier führen, die noch mit 3 Punkten in der Tabelle vor uns sind. Das heißt, wir müssen zwingend gewinnen, damit der Abstand der Völklinger nicht auf uns weiter anwächst. Eben wurde Abdullahi noch wegen eines Offensiv-Foulspiels zurückgepfiffen. Und jetzt hat Dieflin mal die Möglichkeit, das ist Taksute. Und Felix Könikos muss hier in allerletzter Not ins Seiten ausklären. Und das führt dazu, dass Manuel Moral und Arnel Chaka akribisch miteinander diskutieren, was man denn besser machen könnte, müsste oder sollte. Und jetzt haben sie sich geeinigt. Sie haben eine Lösung gefunden. Leo Kabashi soll es gleich richten im Zentrum. Bin mal gespannt, für wen Leo Kabashi gleich kommen wird. Aber das ist wohl die Lösung der derzeitigen Probleme unserer TuS. Enver Marina jetzt im Ballbesitz, wird er angelaufen von Waldminghaus. Kann allerdings den Ball ungestört. Und jetzt rastet der Chaka aber nochmal richtig aus. Absolut richtig, was Arnel Chaka da meint. Was pfeift denn der Schiedsrichter da, fragt er sich. Absolut richtig, komplett harmloser Zweikampf und plötzlich gibt es einen Freistoß aus 24, 25 Metern. Da kann ich natürlich verstehen, dass ein Arnel Chaka auch plötzlich verwirrt ist. Wieso pfeift denn der Schiedsrichter hier auf Freistoß? Also Freunde, guckt euch einfach mal den Livestream an, wenn er denn hochgeladen ist in ein paar Tagen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wo soll man hier einen Foul gesehen haben? Joël Maurice Jung, der Schiedsrichter, der damals unverständlicherweise in Dillingen das Spiel abgebrochen hat, entscheidet hier auf Freistoß. Der Freistoß, der landet fast auf dem Trainingsplatz von Fabian Poos hier. Also, eher ungefährlich. Justin Klein. Auf Pauken. Pauken wieder auf Klein. Dieflin gewinnt da das Kopfballduell von der Bracke. Langer Ball in die Spitze, kann Alen Muharemi den erlaufen. Ah, er ist zwar schnell, aber allerdings auch nicht so schnell. Und jetzt gibt es den Einwurf für die Schengel und Schiedsrichter. Ja, jetzt sieht das dann endlich. Jetzt sieht das endlich, dass die TuS dann auch wechseln möchten. Leutrim Kabashi kommt in die Partie und Feierabend hat heute Neuzugang Ugo Dünder, wahrscheinlich heute mit seinem verhältnisweise schwächsten Spiel. Muss ich natürlich auch nochmal reinfinden. Leutrim Kabashi kommt für Ugo Dünder in die Partie. Also ein offensiver Wechsel. Wenn ich das jetzt hier mal deuten müsste, dann wird Eldin Hatzic auf die 6 gehen als alleiniger Sechser. Die Aufgabe hat ja vorher Dünder übernommen und Kabashi mit Waldminghaus zusammen jetzt auf der Doppel-8.
Ja, Joel Maurice Jung macht sich hier beim Koblenzer Publikum nicht wirklich beliebt. Freistoß für die Schengel. Also hier haben wir keinen Spielfluss. Alle 5 bis 6 Sekunden liegt ein Diefler mal wieder auf dem Boden und muss behandelt werden. Und jetzt kommen wieder die Ärzte aufs Feld. Sehr, sehr müßige Partie. Auch sehr müßig auf einmal zu kommentieren. Sämtlicher Spielfluss wird vom Schiedsrichter kaputt gemacht, der hier wirklich nicht unter einem guten Stern steht. Also es wundert mich generell, dass der überhaupt nochmal einen Verein wie die TuS pfeifen kann. Beim letzten Mal war er komplett überfordert, hat das Spiel abgebrochen, obwohl die TuS-Fans damals das Stadion auf eigener Absicht hin verlassen haben. Das Schiedsrichtergespann hat allerdings damals die Partie abgebrochen, ohne sich selbst auch noch zu vergewissern. Wurde davon vom Verband sogar gerügt. Das Spiel wurde wiederholt vor 2 Wochen. Es gab ein 4:0 folgerichtig für die TuS. Und der Schiedsrichter ist nach wie vor an der Pfeife. Und ganz egal, von wem ich mir jetzt hier den Zorn einheimse, ob es der Schiedsrichter selbst dann irgendwann mal hören wird, es ist mir egal. Das, was in Dillingen gepfiffen wurde, war ein absolutes Unding. Und viele Leute blieben dann auf zusätzlichen Kosten hängen. Die Anfahrt war ja komplett für die Katz. Und das nur, weil der Schiedsrichter reingepfeffert hatte mit seinen Fehlentscheidungen. Und heute macht er es glorreich in ähnlichem Maße weiter. Aber wir sollen ja vergessen, vielleicht bin ich einfach nur etwas nachtragender als der Rest. Da rede ich mich tatsächlich so ein bisschen in Rage. Enver Marina. Pfeife bleibt Pfeife, schreibt Nico Neumann. Absolut richtig. Die TuS Koblenz gewinnt 2-1 gegen Dieflin, schreibt Irene Hackmann. Irene, dein Wort in Gottes Ohren. Darauf setze ich natürlich. Weißt du allerdings auch. Dieflin jetzt mit einem langen Ball in die Spitze. Und es gibt, ja, was zeigt denn der Schiedsrichter jetzt an? Achso, er richtet die Einwurfposition, natürlich. Trierschott Mainz nur noch 2:1. Die Mainz haben mittlerweile verkürzt. Noch gibt es keinen Grund, in Sorge zu verfallen. Ein Sieg der Trierer wäre für uns Gold wert. Denn Schott Mainz ist ja ein direkter Konkurrent. Klein auf Waldminghaus. Der wieder auf Klein. Mittlerweile sind wir schon bei über einer Stunde Spielzeit und jetzt war es wieder ein ganz, ganz leichtfertiger Ballverlust. Und Dieflin erarbeitet sich hier fast die nächste Gelegenheit. Was? Es gibt Einwurf für Dieflin? Oh, habe ich wieder auch anders gesehen. Aber da muss ich sagen, war ich auch gar nicht so aufmerksam. Er hörte vielleicht im Hintergrund die Diefler Tröte. Einwurf jetzt im Koblenzer Halbfeld. Und wieder einmal kann da die TuS klären. Justin Klein macht das gut. Allerdings zu ungenau. Dieflin bleibt da im Ballbesitz. Flanke kommt rein. Oh, Felix Könighaus mit der Kerze im eigenen 16er. Und der Ball ist noch nicht geklärt. Immer noch Dieflin da im Ballbesitz. Der Distanzschuss und Pauken ist da zur Stelle. Immer noch Toverbodo. Die TuS kann den Ball nicht klären. Dieflin immer noch im 16er. Flanke kommt rein an den langen Pfosten. Aber der Ball dann zu lang gespielt. Wenngleich Dieflin auch noch im Ballbesitz bleibt. Jetzt gibt es Einwurf. Softic klärt nochmal hier. Das ist tatsächlich zu ungenau. Dieflin wieder im 16er der TuS. Jetzt kann die TuS mal klären. Muss Einwurf geben. Könighaus. Auf Abdullahi. Kabashi, langer Ball in die Spitze, sucht da Alen Muharemi, der verliert das Duell gegen Milcerek. 65 Minuten sind nach wie vor gespielt. Die TuS nähert sich immer noch nicht wirklich gefährlich dem Tor der Diefler. Enver Marina heute mit einem
sehr, sehr arbeitsfreien Alltag. Was vielleicht auch daran liegt, dass einmal der Schiedsrichter Joel Maurice Jung einen regulären Treffer aberkannt hat, der auf einen individuellen Bock der Diefler zurückzuführen war. Da haben sie ganz, ganz viel Glück. Einwurf Koblenz, Könighaus. Auf Kabashi, der Ball kommt gut an. Hat sich Kabashi gut durchgesetzt, wieder Könighaus. Und es gibt den nächsten Einwurf. Haben sie gut 10, 15 Meter rausgeholt. Weiterhin im Koblenzer Halbfeld. Leon Gietzen, Rudi Gonzalez, Hakim Araba, Marc Richter, Giovanni Lubaki. Es gibt einige Offensivoptionen nochmal für unsere Schengel. Aber vielleicht braucht es das auch gar nicht, denn die TuS erkämpft sich jetzt den nächsten Eckball. 66. Spielminute, dritte Ecke hier für unsere TuS. Könighaus oder Klein? Erste Ecke direkt vor der Kurve. Das muss jetzt nochmal Motivation geben. Justin Klein wird es jetzt mit rechts machen. Ecke kommt gleich rein. Jetzt. Und Dieflin klärt ins Seitenaus. Einwurf für die Schengel. Position bleibt allerdings gefährlich. Einwurf auf Kabashi. Ja, die Hereingabe war wirklich schlecht. Aber die TuS muss jetzt aufpassen, denn Dieflin befindet sich im Konter. Aber auch die brauchen jetzt zu lange. Seitenwechsel, jetzt mal über die linke Seite. Fabian Poos, aber Stahl ist da zur Stelle und Kabashi mit dem Ball in die Spitze, sodass Amadou Abdoulaye jetzt mal Platz hat. 2-3, Abdoulaye und Muharemi und Amadou Abdoulaye, ja. Da geht er ins 1-1, versucht er die Ballrolle, bleibt aber an seinem Gegenspieler hängen, der mühelos sich den Ball da erobern kann. Das war, ja, sagen wir mal, nicht optimal gespielt von Amadou Abdoulaye hier in dieser 1-gegen-1-Situation. Ist ja nicht der dribbelstärkste Spieler, aber wenn er sich mal durchsetzt, dann sieht das immer gut aus. Enver Marina jetzt wieder mit dem nächsten Befreiungsschlag. Kommt immer sehr, sehr weit raus aus seinem Tor. Kabashi auf von der Bracke. Spiel läuft weiter. Und jetzt kommen gleich Hakim Araba und Giovanni Lubaki beide in die Partie. Also gleich wird es den Doppelwechsel geben. Das bedeutet also, dass Rudolf Gonzalez, was Leon Leon Gietzen natürlich und Marc Richter, der in Dillingen seinen ersten Assist verbuchen konnte, direkt im ersten Herrenspieleinsatz gleich Feierabend haben. Und jetzt könnte die TuS mal kommen. Justin Klein, Torwart, Marina ist zu weit vor seinem Tor. Justin Klein versucht sich da durchzusetzen, wird er gehalten und das muss gelb geben. Das muss doch die gelbe Karte geben. Also da klammert er sich wie ein Koala-Bär an seinem Gegenspieler fest. Und Justin Klein holt da an der 16er Kante den Freistoß von der linken Seite raus. Ich habe nicht gesehen, wer es gewesen ist, wer der Übeltäter war. Hast du es gesehen, Fabi? Ja, draufgeschissen. Wenn der Spieler gelb-rot bekommt, dann melden wir uns. Ansonsten ist die gelbe Karte ja komplett dahin. Einfach nur dahin gesagt. Gibt ja keine Gelbsperre mehr in der Oberliga. Könighaus wird den Freistoß treten. Torentfernung rund 21, 22 Meter. Justin Klein steht auch bereit. Ich denke mal, das ist eine Sache für Felix Könighaus mit seinem linken Fuß. Viele Schengel im oder am 16er. Einzig Kabashi, Waldminghaus und Hatzic sichern in der Defensive ab. Haupttribüne supportet auch. Eckball kommt, Freistoß kommt rein, Könighaus auf Abdoulaye und Enver Marina hat Glück, dass er da steht, wo er eben steht. Hundertprozentige Gelegenheit hier für unsere TuS. Der Ball kam auf die Stirn von Amadou Abdoulaye, der seinen Kopfball zwar aufs Tor bringen konnte, allerdings die Richtung des Balles nicht so beeinflussen konnte, dass Enver Marina eben keine Abwehrchance mehr hat. Jetzt allerdings im Konter der Gegenzug der Diefler. Dieflin bleibt im Ballbesitz. Das ist Fabian Poos aus der Distanz und Michael Stahl wirft sich da in die Schussbahn, kann klären zur Ecke, verhindert Schlimmeres. Vielleicht nimmt das Spiel dann doch nochmal etwas Fahrt auf, aber auch nur vielleicht.
Jochen Bucher tippt auf ein 1:0 unserer TuS. Sechste Ecke hier für Dieflin. In diesem Spiel Ecke von der rechten Seite. Engers führt mittlerweile mit 1:0 in Wiesbach. Und ja, der Distanzschuss aus der zweiten Reihe von, ich glaube, Hofer war es. Thomas Hofer. Er ging dann wirklich über das Tor und gleich kommen. Ja, der Schiedsrichter zeigt nochmal an. Wechsel wird es jetzt geben. Giovanni Lubaki und Hakim Araba kommen in die Partie. Dieter Koblenz wechselt, Doppelwechsel. Den Platz verlässt mit der Runde Nummer 23. Wir bedanken uns bei Leo Weidenhaus. Und rausgehen. Nummer 18, Giovanni Lubaki. Und wir bedanken uns bei unserer Nummer 11. Skala Abdullahi und der neue Spiel kommt mit der Rückennummer 10. Herzlich willkommen hier im Stadion Oberwerth. Hakim Araba. Hakim Araba kommt für Abdullahi in die Partie, der jetzt mal ausgedient hat. Kommt nicht oft vor, dass ein Amudu Abdullahi ausgewechselt wird und Giovanni Lubaki als offensivere Option im zentralen Mittelfeld da für Leon Waldminghaus in der Partie. Und jetzt ist Alin Muharemi mal auf und davon. Muharemi wird zurückgepfiffen. Und jetzt rastet hier die komplette TuS-Bank aus. Das ist einfach nur frech, was der Schiedsrichter leistet. Das ist eine Anmaßung und das ist einfach nur absolute lächerliche Scheiße. Also was der Schiedsrichter hier pfeift. Und jetzt weist er auch noch den 19-jährigen Alin Muharemi zusammen. Also Schiedsrichter, ganz ehrlich, geh dich und deine Fußballschuhe am liebsten einfach vergraben. Oder geh, keine Ahnung, Bingo im Altenheim pfeifen. Aber das, was du hier leistest, das ist einfach nur lächerlich, das ist schlecht, das ist schwach. Und jetzt wird der Anil Chaka auch noch vom Linienrichter zurechtgewiesen. Ja, ja, halt dir das Mikrofon zu. Ist vielleicht besser so, so hört dich niemand. Das ist einfach nur schwach, was der Schiedsrichtergespann hier leistet. Sie reihen sich in einer Tour an die schwache Dillinger-Leistung an. Und eigentlich müsste man solchen Leuten, wie hier gepfiffen wird, zum zweiten Mal wieder brutalst gegen die TuS gepfiffen, solchen Leuten müsste man wirklich die Lizenz entziehen. Also das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Jetzt mal machen sie es vielleicht besser. Alin Muharemi war eben frei auf dem Weg aufs Tor. Nein, nein, nein. Nicht mit dem Schiedsrichter gespannt. Bin mal gespannt, was sie sich gleich durch die, aus der Nase ziehen werden. Jetzt holt Muharemi erstmal die Ecke raus. Vierte Ecke für die TuS. Wieder direkt vorm Schengelblock. Unser Engelpartner Bitburger präsentiert die offizielle Zuschauerzahl. Wir bedanken uns bei 1187 Zuschauern. Auf geht's, macht nochmal Runde alle! 1187 Zuschauer hier heute im Stadion Oberwerth. Ne, 11.000 sind es noch nicht. Vielleicht nächste Saison 1187 Zuschauer. Jetzt gibt's den Eckball. Klein tritt den Ball rein. Und es muss die nächste Ecke geben. Ja, ja, gibt die nächste Ecke für unsere Schengel. Ist die fünfte Ecke. Der Schiedsrichter sieht es nicht, muss auf den Linienrichter, der am anderen Ende des Platzes steht, erstmal angewiesen sein, obwohl der Schiedsrichter 4-5 Meter daneben steht und nicht sieht, dass der Ball hier im vollen Umfang über der Linie ist. Also, ich habe den Mann gefressen. Ich habe den Mann sowas von gefressen. Nächste Ecke. Justin Klein oder Felix Könighaus. Wer wird den Ball jetzt hineintreten? Es wird vermutlich wieder Justin Klein mit rechts sein. Direkt vor der TuS-Kurve. Ecke kommt rein. Und am kurzen Pfosten steht wieder jemand. Das kann doch nicht sein, dass direkt der erste Spieler immer wieder zum dritten, vierten Mal diesen Ball klären kann. Einwurf Felix Könighaus wird den Ball gleich hoch und weit reinbringen. Ja, hoch und weit war dann doch eher nur so dahergesagt. Spielt Softic an. Könighaus kann jetzt allerdings mal flanken und da ist Araba fast dran gekommen. Ball ist noch heiß. Ball ist noch heiß. Michael Stahl legt da nochmal zurück auf Klein. Der trifft das, den Ball nicht optimal. Und Spiel läuft weiter. Und jetzt, was? Schiedsrichter entscheidet hier nicht auf Freistoß. Konter Dieflin läuft, die jetzt auf einmal ganz, ganz viel Platz haben. FV Dieflin gegen Eldin Hatzic. Eldin Hatzic macht das ganz, ganz routiniert. Macht er abgeklärt, abgezockt. Klasse gemacht. Dann allerdings sein langer Ball. Zu ungenau. Spiel läuft weiter. 75 Minuten gespielt. Marina wieder mit dem nächsten weiten Abschlag. Also so langsam läuft es hier auch durch den Schiedsrichter befeuert heiß her auf beiden Seiten. Die TuS muss aufpassen. Ja, ich dachte schon, der Schiedsrichter pfeift hier wieder auf Foulspiel, nur weil da Taksute, der Stürmer der Diefler, auf dem Boden lag. Aber diesen Fehler hat der Schiedsrichter dann diesmal Gott sei Dank nicht begangen.
Eine Viertelstunde ist noch zu gehen. Dieflin kommt über die linke Seite, gibt Einwurftuss in der eigenen Hälfte. Arnel Chaka hat das komplette Wechselkontingent ausgeschöpft. Auf der Diefler Seite gibt es noch drei Wechselmöglichkeiten. Mit dem Torwart sind es vier. Einmal haben sie ja schon zur Halbzeit gewechselt. Wer reingekommen ist, weiß ich bis heute nicht. Ist mir auch scheißegal. Giovanni Lubacki jetzt mal. Auf Alen Muharemi. Spiel läuft weiter. Alen Muharemi kann reinflanken. Er kann den Ball reinflanken. Das Könighaus! Könighaus und Marina mit einer Glanztat. Fußabwehr hier. Flache, direkte Abnahme von Felix Könighaus aus rund 10 bis 11 Metern. Enver Marina ist er zur Stelle. Mit einer Fußabwehr kann er da abwehren. Und die TuS zieht nach Ecken gleich. Sechste Ecke jetzt auch für die TuS. Wieder von der rechten Seite. Und jetzt, Jungs, einmal hoch und weit den Ball in die Gefahrenzone reinbringen. Wir haben doch große Spieler von der Bracke. Softic, Araba, Stahl, sie alle können Kopfbälle. Ecke kommt rein. Klein tritt den Ball wirklich hoch. Aber wohin tritt er den denn? Direkt ins Tor aus. Es gibt Abstoß für Dieflin. Das ist keine gute Leistung hier, was die Eckbälle angeht von Justin Klein. Das hat er schon besser gespielt. Vielleicht sind das auch noch so ein bisschen die Nebenwirkungen seines grippalen Infekts. Vierte oder fünfte Ecke, die absolut im Nichts eingemündet ist, die nicht mal in die Nähe eines TuS-Spielers gekommen ist. Direkt ins Tor ausgeschlagen, den Ball. Schade. Aber wir bleiben dran. Noch ist es eine knappe Viertelstunde, die wir da an Zeit haben. Und das reicht. Das reicht definitiv, um irgendwie sich hier noch was zu ermöglichen. Dieflin ist mit Sicherheit mit diesem Punkt schon zufrieden. Spielt immer wieder hinten rum. Jetzt läuft auch mal Hakim Araba den Torwart an. Der wieder einmal den Ball weit wegschlagen muss. Nächster Befreiungsschlag der Diefler. Direkt in die Defensive der TuS. Pauken ist da zur Stelle. Pflückt das Lieder sicher aus der Luft. Wir schauen mal noch mal ganz kurz auf die kommenden Gegner der TuS. Am 22. Spieltag, Samstag in zwei Wochen, 15 Uhr ist der Anstoß, bitten wir zum heißen Tanz gegen Schott Mainz. Sichert euch eure Auswärtskarte gerne noch beim DKF für die Busfahrt. Ich denke mal, da wird es bald eine Information geben. Topspiel gegen Schott Mainz, also es ist brutal wichtig im Kampf um den Aufstieg. Die TuS braucht jede Unterstützung. Für alle, die es nicht schaffen, in zwei Wochen wird dann natürlich auch das Fanradio live mit Bild vor Ort sein. Nicht mit Bild vor Ort sein werden wir dann in drei Wochen, wenn es heißt am 17.03. sonntags gegen die TSG Pferdersheim zum nächsten Aufstiegsduell. Und da heißt es, kommt alle ins Stadion Oberwerth, da möchte ich die 1200 Zuschauer mindestens knacken. Ihr seid ganz, ganz recht herzlich dazu eingeladen, bevor es dann danach heißt, am 20. März, Rhein am Pokal Halbfinale gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Und dass ich euch da bitten muss, nochmal vorbeizuschauen, auch wenn es da einen Fanradio-Stream in Bild und Ton gibt. Das muss ich euch, glaube ich, nicht zweimal sagen, wenn es die Gegebenheiten natürlich hergeben. Ich weiß ja nicht, wie der Empfang in Eisbachtal ist. Aber Rhein am Pokal Halbfinale, es geht um den Finaleinzug in Ahrweiler. Es geht um so viel Geld. Die Jungs brauchen eure Unterstützung. Dieflin versucht mittlerweile einfach nur den Ball zu halten, was der TuS natürlich Schwierigkeiten bereitet. Und jetzt zieht der Spieler mit der Rückennummer 7 da einfach ohne Ende an Alen Muharemi. Ja, der reißt ihm fast den Arm raus. Der Junge, der hat doch nur Knabengröße. Gibt den Freistoß hier für die TuS. Araba motiviert jetzt auch nochmal die Jungs da vorne. Gelbe Karte für den Mann mit der Rückennummer 7. Gelbe Karte für Fabian Poos in der 80. Spielminute. Wie gesagt, ein Spieler hat bei Dieflin mittlerweile auch nochmal gelb gesehen. Ich konnte ihn nicht ausmachen, ich habe ihn nicht gesehen. Also Dieflin mittlerweile schon mit 3 gelben Karten. Jetzt also die TuS. Mit der Möglichkeit und ja, der Ball. Jetzt wird Araba auch nochmal zurechtgewiesen. Geht in ein persönliches Gespräch. Und was entscheidet jetzt der Schiedsrichter? Nee, er setzt nur zum Klären den Gespräch an. Ich dachte, jetzt hagelt es wieder Karten da, wo sie niemand sieht. Wir fassen zusammen. Schiedsrichter Joel Maurice Jung hat in zwei Partien einmal die Partie der TuS abgebrochen, weil er sich nicht mehr anschauen wollte, was draußen eigentlich so abgeht. Und wurde vom Verband deswegen gerügt.
Zweimal musste er heute den Anstoß korrigieren, einmal auf Seiten der Diefler, einmal auf Seiten der TuS, weil einfach niemand verstanden hat, was er irgendwie leisten wollte. Einen regulären Treffer der TuS hat er aberkannt und ich weiß gar nicht, wie viele Fehlentscheidungen er heute geliefert hat. Also es kann sein, dass ich so ähnlich pfeifen würde, wenn ich meine beiden Kontaktlinsen zu Hause vergessen würde. Ich bin bei zwischen 3 bis 4 Dioptrien, das heißt, ich sehe nicht mal einen Omnibus, wenn er direkt vor mir parken würde. So ähnlich pfeift hier heute auch Schiedsrichter Joel Maurice Jung. Ich habe den Mann einfach gefressen. 80,5 Minuten sind gespielt und die nächste flache Hereingabe davon von der Bracke zu ungenau. Die Ideen sind da. Dieflin kugelt sich mittlerweile mehr oder weniger ein. Weiß nicht mehr wirklich, wie sie sich offensiv da zu helfen haben. Sind mit Sicherheit mit diesem Punkt zufrieden, aber für die TuS ist das definitiv zu wenig. Es wäre das 6. Unentschieden im 10. Spiel hier. Das kann unter Umständen natürlich auch einen Aufstieg verhindern, wenn man um seinen Lohn derart gebracht wird. Das verstehe ich auch nicht. Die TuS, das auswärtsstärkste Team der Liga, zu Hause allerdings nur auf Platz 16. Araba, Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Schiedsrichter entscheidet wieder auf Abseits. Ich sage gar nichts mehr dazu. Also entweder stehen wir so schlecht oder der Schiedsrichter, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er noch eben Tipico-Schein ausgefüllt. Das Gute ist, dass Trier mit 3-1 gegen Schott Mainz führt, aber das bringt uns ja wenig. Wenn Völklingen nämlich gewinnt gegen die Lauterer, dann sind sie halt eben mit 5 Punkte erstmal auf und davon. Oder mit 4 Punkte Differenz. Das wäre definitiv zu wenig. Schiedsrichter gibt den Ball frei. TuS ist wieder im Ballbesitz, wenn man nicht wieder selber da verspielt. Justin Klein in der eigenen Hälfte. Sucht er nach einer Anspielstation von der Bracke, muss zum Befreiungsschlag ansetzen. Der Ball findet Alen Muharemi. Alen Muharemi, Diefling klärt in Seiten aus. Meine Fresse. Oh, das ist vielleicht auch noch wichtig. Konstantin Fring, Spieler von Schott Mainz, hat die gelb-rote Karte gesehen und wird beim Spiel, also jetzt gerade in Trier hat er die gelb-rote Karte gesehen und wird beim Spiel gegen uns fehlen. Das kann uns eventuell zugutekommen. Ich weiß jetzt nicht, was er da für eine Position eingenommen hat. Es gibt das nächste Mal Abseits. Ich weiß nicht, ob es jetzt Abseits war oder nicht. 3 Schengel sind gestartet. Der Schiedsrichter sucht sich einen von 3 aus und entscheidet einfach auf Abseits. Also das hat man eigentlich nicht mehr zu kommentieren. Am liebsten würde ich gerade einfach off-air gehen. Tipico geht nur bis Regionalliga, so viel in Schutz nehmen muss man ihn. Ja, Nick, dann spielt er nicht Tipico, dann spielt er Hallenheimer mit Gertrud und Angelika und weiß ich nicht, keine Ahnung. Da ist er wahrscheinlich besser aufgehoben. Gelb-Rot bedeutet nächstes Spiel wieder frei? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es das beim nächsten Spiel wieder frei bedeutet. Wenn dem allerdings so ist, dann möchte ich mich korrigieren. Nick schreibt gerade in dem Fanchat, dass man beim nächsten Heimspiel nicht gesperrt ist. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben. Ich meine, nur die 5. gelbe Karte wurde rausgenommen. Muharemi jetzt mal mit einem Distanzschuss, ja. Das war mehr eine Hereingabe, die niemand erreicht hat, als ein wirklicher Schuss. Enver Marina ist wieder zur Stelle. 83,5 Minuten sind gespielt. Die TuS hat alle Wechsel durchgezogen und es fehlt nach wie vor die Option. Ja, meine Fresse, jetzt regt sich auch nochmal Stahl vollkommen zurecht auf. Es gibt den nächsten Freistoß für Dieflin. Ja, der Spieler, der hält sich da den Hinterkopf. Aua, aua, sagt er. Er ist wahrscheinlich zu hart auf den Rasen, auf den weichen Rasen da gefallen, weiß ich nicht. Es war kein Freistoß, es war kein Foulspiel. Torentfernung 26 Meter, 27 Meter halb links. Also das, was wir hier heute an Schiedsrichterleistung wieder sehen, das hat man lange nicht mehr in so einer schlechten Form gesehen. Das letzte Mal war in Dillingen. Das war ein und dieselbe Person. Dementsprechend muss ich mich tatsächlich nicht weiter wundern. Freistoß jetzt von der linken Seite für die Diefler. Das ist Fabian Post, der zieht den Ball allerdings über das Tor. Dieter Pauken mit dem Abstoß jetzt. 5,5 Minuten sind es noch, die wir hier zu gehen haben. Ball kommt zu Araba. Verliert er das Kopfballduell. Softic spielt wieder hinten rum auf Pauken. Oh, der Ball fast ein wenig zu kurz.
Pauken ist dann nochmal zur Stelle. Araba. Ja, Thomas Hofer ist da zur Stelle. Und versucht jetzt tatsächlich nochmal einen Konter einzuleiten. Stahl mit dem Befreiungsschlag macht er gut. Lubaki gewinnt da das Kopfballduell und jetzt kann es die TuS nochmal richten. Kabashi. Ah, der Pass von Kabashi auf Muharemi, der auf und davon gewesen wäre, ein wenig zu spät. Jetzt kann Kabashi noch ein wenig zu spät in den Zweikampf und es gibt den Freistoß. Natürlich bleiben die Diefler jetzt liegen. Ganz, ganz lange bleiben sie liegen und der Physiotherapeut hat den dicksten aller Ärztekoffer in der Hand. Mit Verband für das halbe Stadion und spielen da natürlich auf Zeitspiel. Dass der Schiedsrichter die Uhr anhalten wird, daran glaube ich nicht. Ich denke mal, 2 bis 3 Minuten wird er anzeigen, obwohl hier mittlerweile 4, 5, vielleicht sogar 6 Minuten fällig wären. Ich bin mir nicht sicher, aber das, was der Schiedsrichter alles abgepfiffen hat, das grenzt tatsächlich schon. Das grenzt tatsächlich schon, ich weiß es nicht. Einer Frechheit mindestens. Post mit dem Freistoß. Und wieder der nächste Schuss der Diefler. Einfach nur weg. Hauptsache, Pauken darf wieder abstoßen. Und jetzt, ach du Scheiße. Jetzt entscheidet der Schiedsrichter gespannt auf falschen Abstoß von Dieter Pauken, da der Ball nicht zu 100% auf der Linie gelegen hat. Ja. Habe ich nicht eben was von der Heunadel, nee, von der Nadel im Heuhaufen erzählt? Glaub mir, dieses Gespann würde nach 3, vielleicht auch 7 Minuten die Heunadel gefunden haben. Da kann der Haufen noch so groß sein. Das ist kleinlich vom Allerfeinsten, was hier gepfiffen wird. Und dann diese Aktion hier gegen Justin Klein, na, da wird natürlich weiter laufen gelassen, sodass Dieflin jetzt natürlich nochmal kontern kann. Stahl ist da zur Stelle. Jetzt könnte es nochmal gehen über Hatzic. Eldin Hatzic wird da angelaufen, lässt 2 Gegenspieler ins Leere laufen und dann wird er nochmal gefoult und ja, das schubst doch der Spieler nur den, ja komm, ach komm, da schubst der Diefler den Hatzic einfach weg, das ist doch fast eine Tätlichkeit, meine Fresse. Hatzic liegt am Boden und dann bekommt der Diefler vom Schubser einen Krampf, natürlich im Bein oder weiß ich nicht, wo er den Krampf bekommt, ist auch scheißegal. Der Diefler liegt wieder unten am Boden, holt die Sekunden raus, unterbindet so einen schnellen, ausgeführten Freistoß für unsere Schengel. Auf der rechten Seite war alles frei gewesen. Die TuS hat auch natürlich schon ausgeführt. Aber nee, nee. Jetzt gibt es auch die gelbe Karte. Gott sei Dank für den Mann mit der Rücknummer 6, für Kevin Volz in der 88. Minute. Aber Dillingen wird weitermachen mit den Wechselspielchen. Mit den Zeitspielchen meine ich natürlich. Gleich kommt der zweite Wechsel in der Partie rein für die Diefler. Bin mal gespannt, wer gleich reinkommen wird. Freistoß auf Höhe der Mittellinie. Alle Spieler sind in der Diefler-Hälfte, die nur noch auf Zeitspiel bedacht sind. Jetzt langer Ball auf Stahl und dem fehlt wirklich nur eine Fußspitze, diesen hier zu erreichen. Und jetzt, ja, ja, ist der Ball hart genug. Jetzt sind es erstmal die ganzen Spielchen. Jetzt kommt ein Wechsel rein. Stämmiger Spieler, der Mann mit der Nummer 23, das ist Hussein Ali, der in die Partie kommen wird. Auch wenn ich jetzt viel gegen den Schiedsrichter stänke, das heute hier ist wirklich nicht die beste Schiedsrichterleistung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und jetzt macht es der Volz, der Mann mit der Rücknummer 6, ganz, ganz, ganz langsam. Tut so, als wäre er verletzt. Natürlich, wir kennen es nicht, wenn wir mit der Hand schubsen, dann tut der Fuß daraufhin weh. Allerdings auch nur, wenn du dich anschließend an einen Stein stößt. Steine gibt es hier im Oberwert nicht. Dementsprechend möchte ich mal dem Spieler schauspielerische Leistungen unterstellen. 1 Minute ist es noch regulär. Ich bin gespannt, was der Schiedsrichter hier oben drauf gibt. Es müsste eigentlich noch eine ganze Menge sein. Enver Marina hier wieder mit der nächsten Kerze. Es gibt den nächsten Einwurf für die TuS. Bloß nichts überhastet angehen. Wartet, Freunde, wartet, bis hier die Spieler nachgerückt sind. Könighaus, flache Hereingabe. Dieflin klärt erneut zur Ecke. 20 Minuten sind es noch regulär. 7. Ecke jetzt für die TuS. Bitte verwertet diese einfach irgendwie. Irgendwie verwerten. 90. Minute. Felix Könighaus wird jetzt den Eckball treten.
Kabashi, Hatzic und Klein sind nicht im 16er, der Rest schon. Ecke kommt rein. Und im Hintergrund rauscht da Lubaki ran. Aber dessen Schuss, boah, ihr habt es glaube ich am Raunen gehört, geht da am Tor vorbei. Bin mal gespannt, was der Schiedsrichter entscheidet. Wie viele Minuten Nachspielzeit wird es da geben? Marina nimmt sich jetzt natürlich nochmal ganz, ganz viele Sekunden raus. Schiedsrichter hat noch nicht angezeigt, wie viele Minuten es Nachspielzeit geben wird. Den Gefallen macht er wahrscheinlich auch den Koblenzer Fans nicht. Unter den Vorzeichen ein reguläres Tor haben wir geschossen, aber unter den Vorzeichen ein Spiel zu gewinnen. Da spielst du gegen 12, vielleicht sogar 14 Mann, wenn du das Gespann, das Linienrichtergespann dazu rechnest. Gib nochmal ein, wofür die TuS auf Höhe der Mittellinie. Das ist ganz, ganz, ganz schwer. Stahl. Eine Minute Nachspielzeit schon rum. Die TuS versucht es nochmal mit der Brechstange. Und Dieflin kann diese lange Hereingabe klären und versucht jetzt nochmal auf Zeit zu spielen. Von der Bracke ist zur Stelle. Hatzic. Eldin Hatzic macht das nochmal gut auf Softic. Admir Softic auf Lubaki. Giovanni Lubaki nochmal mit der Hereingabe. Wohin denn? Wohin? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob der Spieler da die Körperfläche mit dem Arm verbreitert hat. Vermutlich schon. Dass der Schiedsrichter das nicht ahndet, ist, denke ich mal, klar. Gibt nochmal Einwurf im Diefler Halbfeld. Von der Bracke. Auf Hatzic. Hatzic. Ach, Mann, das ist zu wenig. Das ist zu ungenau. Treibt den Ball doch nochmal nach vorne. Softic. Auf Stahl. 2 Minuten haben wir gleich schon um. Stahl mit der langen Hereingabe auf Araba und wieder ist ein Diefler dazwischen. TuS bleibt im Ballbesitz. Daniel von der Bracke jetzt mal mit der Hereingabe auf Könighaus. Felix Könighaus und es gibt noch einmal Ecke für die TuS. 8. Ecke im Spiel. Da hätte ich fast gesagt, dass der Könighaus den Ball doch direkt nehmen soll. 8. Ecke im Spiel und jetzt gehen sie nochmal alle nach vorne. Natürlich mit Ausnahme von Eldin Hatzic und Leo Kabashi. Alle Diefler bis auf den Chris-Peter Hase sind im 16er. Ecke kommt nochmal rein, Felix Könighaus. Und oh, verpassen die Schengel nochmal knapp. Ball bleibt gefährlich. Da ist Araba. Dretsch rein, Spiel läuft weiter. Spiel läuft weiter und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Nach 2,5 Minuten war es das gewesen. Endstand im Stadion Oberwerth zwischen der TuS und dem FV Dieflen. Abpfiff 0:0. Ernüchterung macht sich natürlich hier im Stadion erstmal breit. Das war nicht das gewünschte Ergebnis. Wir haben unsere Chancen liegen lassen. Wir wurden um ein reguläres Tor aberkannt. Joel Maurice Jung hat sich hier tatsächlich um Kopf und Kragen gepfiffen. Wir hoffen, dass wir ihn allesamt nie wiedersehen. Ich bin bedient, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ich verweise gerne nochmal hier auf unsere kommenden Spiele und auf unsere Social-Media-Kanäle. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann like das Video, like den Stream. Das ist der beste Support, den wir kriegen können. Abonniert den Fanradio-Kanal, falls noch nicht geschehen, und aktiviert die Glocke, um keinen Fanradio-Stream zu verpassen. Ihr wisst ja, die Auswärtsspiele zeigen wir jetzt im TV-Livestream. Auf Instagram und Facebook gibt es alle weiteren Informationen in der Woche und an Wochenenden. Alles Spezifischere, was eben nicht in dem Livestream erwähnt wird, auf Instagram und auf Facebook. Also liken lohnt sich. Nicht zuletzt wird es bald dort ein Riesengewinnspiel geben. Ja, die TuS spielt 0:0. Ich werfe nochmal einen kurzen Blick auf die anderen Ergebnisse hier im Stadion. Boah, da musste ich tatsächlich nochmal aufstoßen. Das tut mir sehr, sehr leid. Da werfe ich nochmal einen kurzen Blick auf die anderen Ergebnisse im Stadion Oberwerth. Trier gewinnt gegen Schott Mainz mit 3:1. Ludwigshafen führt mittlerweile in Ida Oberstein mit 3:1. Die TuS trennt sich von Dieflin 0:0. Damit bleibt die Heimschwäche nach wie vor bestehen. Wiesbach gegen FV Engers 0:1. Aktueller Spielstand. Bei den anderen Partien habe ich derzeit noch keine Informationen. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir möchten uns trotzdem, oder ich möchte mich trotzdem, mit meinem Team bei euch bedanken, mit Katrin und Fabian, die heute hier wieder für euch
da waren, Social Media betrieben haben, Kameraführung betrieben haben, enorm Aufwand betrieben haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an jeden, der zugehört hat. Es hat heute nicht sollen sein. Der Schiedsrichter war tatsächlich nicht der Beste. Ihr könnt euch auskotzen gerne im Chat, solange ihr noch wollt. Ich verabschiede mich dann mal mit den berühmten Worten. Ich habe fertig. Mein Name ist Raphael Behrath und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt TuS Koblenz gegen TSV Schott Mainz. Dann Gott sei Dank auswärts. Dort sind wir ja das beste Team der Liga. Mal schauen, was das so geben wird in 2 Wochen. Jetzt heißt es regenerieren und das Ergebnis erstmal sacken lassen. Wie gesagt, ein reguläres Tor wurde uns verwehrt. Naja, sei es drum. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.